Sie und es haben sich die Zuschauer inzwischen eingefunden hier in der Mafia-Arena. Und jetzt möchte ich von euch mal hören, wie gut ihr heute Abend drauf seid. Ihr müsst richtig Stimmung machen für die Mädels. Und jetzt alle Hände raus auf den Taschen, die Brothers, die hauen hier auf die Pauke. Und dann will ich was von euch hören. Auf geht's in der Mafia-Arena. Ja, da will man sich einfach nur einen entspannten Abend auf der Couch machen, schaltet sportdeutschland.tv ein und plötzlich heißt es Spitzenspiel. In Anführungszeichen natürlich am dritten Spieltag der Saison, aber der vierte der Tabelle, die SGBB in Bietigheim, empfängt den Tabellenzweiten, die HSG Blomberg-Lippe. Da kann man schon von Spitzenspiel sprechen. Herzlich willkommen in dem Sinne hier in der Ludwigsburger MHP-Arena. Heute wieder mit gut 400 Menschen gefüllt, die sich aber anhören wie 3500. Also für Stimmung ist gesorgt. Nicht mit dabei sein kann heute auf der Platte, kann nach wie vor die Bietigheimer Spielmacherin Anna Lörper. Was er aber sagt, was sie für ein Spiel erwartet heute Abend, darüber haben wir gerade eben noch mit ihr gesprochen. Hören wir uns kurz an und ich melde mich dann gleich vom Kommentatorenplatz wieder. Bei uns ist Anna Lörper von der SGBB in Bietigheim. Schön, dich in der Halle zu sehen. Noch schöner wäre natürlich auch auf dem Feld. Gibt es da schon eine Perspektive in die Richtung? Ja, ich denke, ganz so lange wird es nicht mehr dauern, aber 2-3 Wochen brauche ich leider schon noch. Okay, hoffen wir, dass das möglichst reibungslos verläuft. Jetzt hattest du in den letzten Spielen einen Blick von außen auf die ganze Angelegenheit. Was für einen Eindruck von der Mannschaft hast du nach den letzten Spielen, auch nach dem Champions-League-Spiel? Ja, natürlich waren die letzten beiden Spiele nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind in die Saison eigentlich ganz gut gestartet mit Bad Wildungen. Natürlich auch ein Pflichtsieg, aber haben das auch gut gelöst. Und jetzt dann gegen den THC den Punkt zu verlieren in unseren Augen, hat natürlich schon sehr geschmerzt. Und jetzt am Sonntag in der Champions League war das auch deutlicher, als wir uns das erhofft haben. Nichtsdestotrotz sind der THC und auch Esbjerg zwei sehr, sehr gute Mannschaften. So viel Respekt muss man ihnen auch zollen. Das ist keine Laufkundschaft und dementsprechend darf man da auch Punkte lassen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt wieder den nächsten Entwicklungsschritt machen und auf unsere Spur zurückkommen. Und da ist, denke ich, heute Blomberg ein richtig guter Gegner, aber das kann auch wirklich gut für uns laufen. Du bist ja auch eine der erfahreneren Spielerinnen im Team. Ist es normal auch zum Anfang so einer Saison nach einer Vorbereitung, die auch ein bisschen ungewiss war mit vielen neuen Spielerinnen im Team, dass es diese 2-3 schwierigen Spiele zum Saisonstart gibt? Ja, generell ist es normal, dass ein Team sich finden muss. Wir haben viele neue, wir haben einen neuen Trainer mit einer neuen Spielidee, mit einer anderen Trainingssteuerung. Und da muss man schon sagen, dass man natürlich sich ein bisschen Zeit braucht, viele Spiele braucht, um sich wirklich zu finden. Das war natürlich ein bisschen Lospech, sage ich mal, oder dass wir direkt den THC so früh in eigener Halle haben. Mhm. Haben wir uns auch anders gewünscht, aber man muss den Spielplan nehmen, wie er ist und jetzt das Beste auch draus machen. Das heißt, was wird heute anders sein vom Auftreten der Mannschaft her als vielleicht in den letzten beiden Spielen? Was glaubst du? Also wir haben uns ganz klar vorgenommen, nicht so einfach Tore zuzulassen. Das heißt, wir wollen eine richtig harte, kompakte Abwehr spielen, denn Blomberg ist auch eine sehr, sehr gute Mannschaft, die viel Tempo spielt hinten raus und da müssen wir einfach schnell in die kompakte Abwehr kommen und das wird so der Schlüssel zum Erfolg heute sein. Dann freuen wir uns aufs Spiel. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke. Keine Laufkundschaft, hat Anna Lörper über den Thüringer HC gesagt, während wir hier das Maskottchen Lotte im Dauerlauf sehen. Keine Laufkundschaft, das dürfte aber auch gelten für den heutigen Gegner. Die HSG Blomberg-Lippe mit 2 Siegen in die Saison gestartet. Voller Selbstvertrauen heute nach Ludwigsburg gekommen. Und was die Torhüterin Melanie Veit und ihre Mannschaft sich heute vorgenommen haben für dieses Spiel. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. Hören wir noch mal ganz kurz rein. Janine Veit von der HSG, herzlich willkommen hier in Ludwigsburg. Du hast einen Handball schon in der Hand. Kannst du es noch erwarten, bis es losgeht heute Abend?
Ja, so langsam steigt die Spannung, aber ja, so normaler Spielvorbereitung, ein bisschen mit dem Ball daddeln und dann geht's langsam los, ja. Beim Blick auf die Tabelle sieht man die HSG Blomberg-Lippe, Platz 2 nach 2 Spieltagen. Wie wohl fühlt ihr euch in der Tabellenregion? Na, ich meine, nach 2 Spieltagen kann man die Tabelle, sag ich mal, noch nicht so ernst nehmen. Klar, wir hatten jetzt 2 ganz gute Gegner zum Auftakt, dass wir da die Möglichkeiten hatten zu gewinnen. Gegen Göppingen haben wir das dann auch ordentlich gemacht. Gegen Ketsch war so ein bisschen ein Pflichtsieg. Und ja, aber da kann natürlich die Tabellensituation ist nach 2 Spieltagen noch so ein bisschen fraglich. Kann ja sein, dass die Saison morgen abgebrochen wird, dann seid ihr Zweiter. Das wäre natürlich cool. Möchte man sich aber trotzdem nicht wünschen. Nee, genau. Mit welchem Selbstbewusstsein kommt ihr jetzt trotzdem hierher? Habt ihr sicher auch die letzten beiden Spiele der Bietekheimerinnen vielleicht auszugsweise gesehen und gemerkt, die haben auch Probleme. Habt ihr da Schwachstellen ausgemacht? Also wir haben uns eher auf uns selber konzentriert, weil wir der Meinung sind, wir müssen unsere Leistung bringen und gut spielen, dass wir vielleicht hier ein bisschen die Chance haben, Bietigheim zu ärgern und dann gucken wir einfach, was drin ist. Ich glaube, solange wir dranbleiben und die ärgern können, ist vielleicht alles möglich. Dann alles Gute fürs Spiel, vielen Dank. Dankeschön. Und damit genug der Worte und live rein hier in diesen mit Sicherheit spannenden Handballabend. Man darf wirklich gespannt sein, welche Reaktionen die Bietigheimerinnen zeigen nach einem holprigen Saisonstart mit einem Sieg, einem Unentschieden bisher und dann auch noch einer saftigen Niederlage in der Champions League. Und was sich die Gäste der HSG Blomberg-Lippe heute Abend trauen, haben überhaupt keinen Druck, liegen voll im Soll mit 4 Punkten nach 2 Spieltagen und können deswegen völlig befreit hier heute Abend ans Werk gehen. Werden hier nochmal eingeschworen von ihrem Cheftrainer Steffen Birkner, der gesagt hat, klar, wenn wir hier gewinnen, dann wäre das eine kleine Sensation. Aber der Thüringer HC, der hat auch gezeigt, genau heute vor einer Woche, dass er, Markus Gaugisch, der neue Trainer der SG BBM Bietigheim und seine Mannschaft, noch nicht ganz souverän wie in den letzten Jahren die Spiele runterbringen, vor allem in der heimischen Halle. Das hatten sie sich anders vorgestellt, wollten die MAP Arena zu ihrem neuen Wohnzimmer, zu ihrer neuen Bank machen. Heute gilt es, dieses Vorhaben dann doch mal fortzuführen und eher an den ersten als an den zweiten Spieltag anzuknüpfen. Mit 2 Punkten und einem Sieg, so wünschen es natürlich auch die meisten Fans hier in der Ludwigsburger MHP Arena. Eins merkt man beiden Mannschaften an, beide haben Lust auf Handball, beide freuen sich extrem, auch jetzt noch, wo die Saison doch schon ein paar Spieltage alt ist, dass es überhaupt wieder möglich ist, Handball zu spielen vor Zuschauern. Und bevor hier gleich der erste Angriff läuft, sind wir nochmal ganz kurz in der Pause und freuen uns dann gleich auf spannende 60 Handballminuten. Das sind die beiden Schiedsrichter der Partie, Julian Köppel und Dennis Regner. Heute im Einsatz für den DHB. Seit über 14 Jahren im Einsatz als Schiedsrichter. Haben zusammen schon an die 200 Spiele geleitet. Also ein eingespieltes Team. Emily Sando beginnt im Tor bei den Bietigheimerinnen. Da sehen wir sie groß im Bild. So ein bisschen Sinnbild für den bisherigen Saisonverlauf bei der SG. Viel Licht und Schatten war da dabei. Auch bei ihr im ersten Spiel gegen Bad Wildungen sehr stark. Auch gegen den Thüringer HC noch mit guten Aktionen. Aber auch da musste sie schon Spielzeit abdrücken an Valentina Salamaka. Und dann letzten Sonntag in der Champions League, da haben sie beide nicht viele Hände an den Ball gekriegt. 26:33 das Endergebnis gegen Team Esbjerg am Sonntag. Die Champions League Auftaktpartie überhaupt nicht nach Wunsch verlaufen. Und da hoffen sich die Verantwortlichen heute auch eine Trotzreaktion von ihrer Mannschaft. Startaufstellung. Gehen wir noch kurz durch bei der SG BBM Bietigheim auf rechts außen. Stine Jürgensen,
die noch länger mit Verletzungen zu kämpfen hat, die jetzt offensichtlich wieder startelftauglich ist, neben ihr Julia Maithoff. Zu Beginn an bisher erfolgreichste Torschützin auf Seiten der Bietigheimerinnen mit 14 Toren in den ersten zwei Spielen. Am Kreis beginnt Antje Lauenroth heute auf der Spielmacherposition. Kim Neitzinovicius links im Rückraum, die zweite Dänin Stine Jürgensen und auf links außen Kim Braun. Rechts außen natürlich Trine Ostergaard. Das war die erste Dänin und nicht Stine Jürgensen. So, erster Angriff rollt für die ganze in Rot gekleideten Bietigheimerinnen, die sich vorgenommen haben, ihre Angriffe auch mal mit mehr Geduld auszuspielen. Da waren viele leichte und voreilige Abschlüsse mit dabei in den letzten Spielen. Mal schauen, ob wir davon heute weniger sehen. Jürgensen kriegt den Ball abgelegt, muss aber nochmal abdrehen. Und die Deckung der Gäste auf jeden Fall gleich voll da. Neitzinovicius. Auch da wieder der Arm dazwischen von Lisa Bormann-Reyes. Jetzt ist der Arm oben bei den Schiedsrichtern. Abschluss muss demnächst kommen. Maithoff findet wieder keine Anspielstation. Drei Pässe bleiben noch für die SG. Jürgensen oder Maithoff? Maithoff nimmt sich den ersten, aber gefangen von Melanie Veit, die wir gerade noch im Interview gesehen haben. Kann den ersten Angriff direkt entschärfen. Und damit die Gäste zum ersten Mal in der Offensive mit der Chance auf die Führung. Myrte Schonacker im Rückraum auf der Spielmacherposition. Beginnt, dann haben wir links außen die 24 Malina Michalczyk. Auf rechts außen beginnt die Nummer 7 Isabel Jongenen. Auf links außen mit der 18 Didi Silvia Akunedu. Und am Kreis beginnt die Nummer 3, Laura Ruffieu. Auch der erste Versuch der Gäste geht am Tor vorbei. Neitzinovicius scheitert wieder an Veit. Und steht dann im Kreis beim Nachwurf. Nach wie vor 0:0. Lauenroth kriegt den Ball gegen den Fuß, keine Absicht. Vor der Saison bei der HSG Blomberg-Lippe 8 Neuzugänge, 6 Abgänge musste die Mannschaft ersetzen. Lattentreffer, jetzt kann es mal schnell gehen. Über das Däninnen-Duo bei der SG BBM Bietigheim. Der Pass kam von Stine Jürgensen, Trine Jensen-Östergaard lässt sich das dann nicht nehmen und trifft zur Führung nach genau 3 Minuten. Hier nochmal die Situation. Erst Glück für Bietigheim mit diesem Lattentreffer. Und dann verstehen sie sich nicht nur sprachlich, sondern auch auf dem Feld blind. Trine Jensen-Östergaard mit dem 1:0. Da ist mächtig was los. Der Abschluss kam dann schon deutlich im Kreis. Da wurde sie aber auch durch den Kreis verteidigt. Die Nummer 7, Isabel Jongenellen. Und damit der ersten 7-Meter-Situation heute Abend. Emily Sando hat den rechten Arm dran bei diesem Versuch von Nele Franz. Ein Start nach Maß für Emily Sando. Die
Die HSG wartet nach wie vor auf ihr erstes Tor. 4,5 Minuten sind rum. Kann Bietigheim jetzt nachlegen. Schöner Ball von Neizinovicius auf außen. Trotzdem geht es nochmal hinten rum. Über den Kreis auf die andere Seite. Kim Braun. Gegen den Pfosten. Schöner Acker. Jongenele mit dem Versuch, den Kreis anzuspielen. Die HSG Blomberg hat ihre Mühe, hier ins Spiel zu finden und wartet darauf, dass der Knoten platzt. Meithof, Smits, kriegt das Foul gegen sich gepfiffen. Xenia Smits. Und geht direkt wieder auf die Bank. Offensichtlich erstmal nur für die Defensive vorgesehen. Jürgensen mit einer richtig schönen Bewegung auf Launrot kommt dann der Ball. Da hat sie zwei Gegenspielerinnen auf sich gezogen. Richtig gut gemacht. Und damit steht es 2:0. Viele Tore haben wir noch nicht gesehen in den ersten 6 Minuten, aber Spaß macht es trotzdem. Michalczyk kann gar nicht mehr abspielen, weil Stine Jürgensen ihren Wurf und Pass da fest umklammert hat. Für den Bietigheimer Trainer Markus Gaugisch genau das Hauptaugenmerk nach den beiden enttäuschenden letzten Spielen, dass die Deckung kompakter ist, dass die Gegentore nicht so einfach fallen. Und sie machen es den Gästen wirklich schwer in den ersten Minuten. Auch jetzt wieder kein optimaler Winkel bei diesem Wurf von Lisa Baumann-Reyes. Jürgensen. Neizinovicius findet wieder Launroth. Jürgensen. Bietigheim tankt sich durch. Und lässt sich bis zu diesem Zeitpunkt des Spiels gar nichts ankreiden. Wir wollen dieses Spiel mit aller Macht gewinnen. Das ist auch noch ein Zitat von Markus Gaugisch vor diesem Spiel. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass man da verkrampft. Aber in den ersten Minuten sieht das tatsächlich einfach nur nach unbändigem Willen aus bei der Heimmannschaft. Wer eröffnet jetzt hier den Torreigen für die Gäste? Es ist nicht Schönacker. Zu mittig dieser Wurf auf Sando. Meithof. Bekommt da das Foul gegen sich gepfiffen. Bietigheim bleibt im Ballbesitz. Hinter dem Rücken versucht, diesen Pass noch zu spielen auf Launroth von Kim Neizinovicius. Schöne Idee, kann man auch sagen, zu diesem Abschluss auf der Gegenseite von Schönacker, die an der Querbalke scheitert. Und dann macht Bietigheim im Gegenzug das 4:0 durch Trine Jensen Östergaard. Jetzt tun einem die Gäste schon fast ein bisschen leid. 9 Minuten gespielt und noch kein einziges Mal haben sie ein Tor bejubeln können. Die SGB Bietigheim setzt die Vorgaben ihres Trainers punktgenau um. So, jetzt gibt es den nächsten 7 Meter. Wer traut sich jetzt? Es ist Mirte Schönacker.
vor der Saison gekommen vom VfL Oldenburg. Jetzt also in Diensten der HSG mit der Chance auf das 1:4 und da fällt es auch. Die HSG ist im Spiel angekommen. Dann verspringt der Ball, kriegt ihn aber noch zu greifen. Meithoff über den Kreis auf Lauenroth. Mit einem unfassbaren Tempo, blind gespielt dieser Ball. Also die Feinabstimmung ist auf einmal da. Lauenroth kann hier direkt das nächste Tor machen. Der Ball wird ja aus der Hand geprellt. Schiedsrichter, lass uns laufen. Und es fällt das 5:2 durch Laura Rüffier. Da ging es mal hin und her. Szenen, die die SG BBM Bietigheim sicherlich lieber vermeidet, die das Spiel natürlich kontrollieren möchten. Und hier die Oberhand behalten in jeder Situation. Meithoff holt den 7 Meter. Ganz untypisch übrigens zu sehen, dass Melody Veit als Torhüterin mit kurzen Hosen spielt. Hat keine Angst vor Aufschürfungen oder Verbrennungen offensichtlich. Aber kann sie mit ihren nackten Beinen auch was gegen Kim Naizinavicius ausrichten? Nee, erster 7 Meter des Spiels für die SG und er sitzt durch Kim Naizinavicius, die Kapitänin, mit dem 6:2. Schönacker. Spiel läuft weiter. Noch keine Änderung in der Aufstellung bei den Gästen. Trainer Steffen Birkner, der vertraut seinen Mädels erstmal noch. Trotz der mageren Torausbeute bisher. Und wieder ist der Block dazwischen. Jongenellen. Versucht sich da durchzuprellen, bleibt aber hängen. Bietigheim mit der Chance auf den Tempo-Gegenstoß. Kommt durch, Lauenroth. Ohne Probleme. Macht ihr nächstes Tor. Hier sehen wir es nochmal. Schnell durchkombiniert. Und jetzt ist es soweit. Die HSG Blomberg-Lipte nimmt hier die erste Auszeit. Und auch wir nehmen uns die erste Auszeit dieses Spiels. Mein lieber Schwan, da war gerade richtig Feuer drin in dieser ersten Ansage von Steffen Birkner. Jetzt hat er sich wieder beruhigt, aber 10 Sekunden lang ging es da erstmal deutlicher her. 5 Tore Führung nach knapp 13 gespielten Minuten. Offensichtlich hatte auch er sich das anders vorgestellt. Und da gibt es auch den ersten Wechsel. An Künast ist jetzt mit dem Spiel die Nummer 5 im linken Rückraum für Isabel Jongenellen. Die ohne Abschluss geblieben ist. In der Zeit, in der sie auf der Platte stand. Künast soll das anders machen. Sucht auch direkt den Weg. Und jetzt kommen sie da mal mit einer schönen Kombination
über Mirte Schonacker zum 7:3. Aber Julia Meithof macht da kurz einen Spaziergang. Mittwochabend, angenehme Temperaturen, da kann man da mal durchspazieren. 8:3. Und jetzt ist auch die HSG da, Kara Hartstock. Ne, Nele Franz war's. Vor der Saison aus der eigenen Jugend ins Profiteam befördert, hat beim letzten Spieltag mal gut auf sich aufmerksam gemacht. Beim Sieg gegen die Kurpfalz-Bären mit 11 Toren. Beste Shooterin. Heute also schon mal ein Treffer auf der Visitenkarte für sie. Klar gestoßen da im Wurf, deswegen bleibt der Ball bei der SG. Jürgensen nimmt Maß, verschätzt sich da aber um einen guten halben Meter und dann geht's Maß schnell. Richtig gut gespielt von Melanie Veit. Die sieht, dass Laura Refieu sich weggeschlichen hat im Rücken der Bietigheimer Abwehr. Das sind die Situationen, auf die die Gäste heute pochen müssen, dass sie da ein bisschen frech sein können. Und die Routine der SGB Bietigheim ab und zu mal durchbrechen können. Xenia Smits jetzt im Spiel bei der SG. Für Kim Neitzinavicius auf Rückraummitte, tankt sich da zum ersten Mal durch und holt den 7 Meter raus. Nummer 2, Neitzinavicius gegen Veit. Zum zweiten Mal mit dem besseren Ende für die SG. Künast. Michalczyk. Künast. Schönacker. Schöner Aufsetzer. Ganz schwer zu halten. Nele Franz mit ihrem zweiten Tor. Da ärgert sich Emily Stang-Sando. Zu früh abgetaucht in dem Fall. 9:6. Die Gäste verkürzen und holen sich jetzt hier den nächsten Ball. Die ersten 9 Minuten ging da gar nichts auf das Tor der SGB Bietigheim. Beziehungsweise ins Tor. In den letzten 7 Minuten waren es dann 6 Treffer für die Gäste. Künast. Den hat Karolina Kudlacz-Lotsch mit ihrem Gesicht geblockt. Braucht da kurz einen Moment, aber die ist hart im Nehmen. Das wissen Sie als treue Zuschauer mittlerweile sicherlich. Karolina Kudlacz-Lotsch, ein absoluter Kampf- und Mentalitätsfels in dieser Brandung. Und Blomberg steht unter Druck. Zeitspiel ist angezeigt. Wo ist die Lücke? Künast mit dem Fehler. Smits sieht wieder lau und rot. Die hat heute richtig Dampf unter den Füßen. Macht ihr nächstes Tempo-Gegenstoßtor. Dritter Treffer für Antje lau und rot. 10:6. Nele Franz jetzt immer häufiger da in der Mitte bei den Gästen. Hier sehen wir nochmal die Situation, den Ballverlust. Und dann geht schnell über Smits und Lauenroth.
Nele Franz hat sich da versucht, durch die Deckung zu bohren. Schön den Abpraller verwertet, Laura Ruffieux. Gut, Latsch, Klatsch. Durch die Lücke, da waren sich Kara Hartstock und Lisa Bormann-Reyes nicht einig, wer eigentlich für diese Person zuständig ist. Carolina Kulatsch-Klotsch nimmt sich den Abschluss und trifft zum 11:7. Hier. Lande- und Startbahn war frei für Carolina Kulatsch-Klotsch. Keine Hindernisse im Weg. Auch sie macht ihren ersten Treffer heute Abend. Franz. Nächster Abspielfehler. Und wieder Launrot unterwegs. Das funktioniert heute auf jeden Fall schon mal richtig gut über Antje Launrot. Die ist so schnell am gegnerischen Kreis. Da können die HSGlerinnen nur noch hinterher schauen. Franz. Wie frech ist die denn? 20 Jahre jung, spielt ihre erste Profisaison und schweißt das Ding dann einfach mal an Emily Stang-Sando vorbei ins Netz. Richtig schöner Treffer zum 12:8 von Nele Franz. So, Bietigheim wechselt weiter munter durch. Nele Reimer jetzt im rechten Rückraum. Carolina Kulatsch-Klotsch im linken. Reimer trifft von einer ungewohnten Position. Für sie eigentlich linkes Rückraum, links außen unterwegs. Heute zum ersten Mal im rechten Rückraum. Hat sich direkt mal gut eingefügt. Mit einem Wackler vorbei an den Gegenspielerinnen. 13:8. Schönacker, Künast, Franz. Zwischen den dreien geht es jetzt hin und her. Aber ohne dabei an Tiefe zu gewinnen. Schönacker nochmal zurück. Jetzt ist der Arm oben. Wie lange noch? Zwei Pässe bleiben noch für die HSG. Da haben sie keinen Weg in die Tiefe gefunden und müssen jetzt mit Gewalt aus dem Rückraum kommen. Schönacker, Künast. Und jetzt ist der Ball weg. Bietigheim kann es wieder schnell machen. Braun, Kulatsch-Klotsch und ein Trainer, der außer sich ist. Stefan Birkner. Ich weiß nicht, ob es da gegen seine Mannschaft ging oder gegen die Schiedsrichter. Aber nach 22,5 Minuten ist schon richtig Druck auf dem Kessel bei ihm. Reimer, Kulatsch-Klotsch mit dem Rücken auf Launrot. Schade, dass dieser Treffer nicht zählt. Da stand sie offenbar schon im Kreis. Den Ball darf die SG trotzdem behalten. Smits. Und das war ein bisschen zu überhastet, abgeschlossen von Kulatsch-Klotsch. Franz kann es jetzt mal schnell machen.
aber Stürmer voll. Die Gäste spielen jetzt auf jeden Fall mehr mit als noch zu Beginn des Spiels. In den ersten 9 Minuten, wie gesagt, ohne Tor. Seit Nele Franz mit von der Partie ist, das Spiel auf jeden Fall viel lebendiger, viel frischer. Und Kim Braun setzt diesen Ball durch die Füße von Melanie Veit und holt dazu noch eine 2 Minuten Zeitstrafe raus gegen Lisa Bormann-Reyes. Reingestellt in den Laufweg, gibt eine Zeitstrafe. So, die Gäste haben sich geordnet, die Torhüterin in dieser Unterzahlsituation jetzt draußen. Dafür die 6. Feldspielerin mit dem Angriff. Und das ist Emmeline van Wingerden auf rechts außen. Schönacker, Künast. Abgepfiffen. Klasse Ball von Reimer auf Kudlatsch, Klotsch. Da wollte man eigentlich schon sagen, da muss sie abbrechen, aber dann kommt dieser Pass aus dem Handgelenk gezuckt auf Carolina Kudlatsch-Lotsch. Und es steht 15:8, 7 Tore vor für Bietigheim. Schönacker. Franz, jetzt mal auf der anderen Seite. Xenia Smits und Carolina Kulacz-Lotsch haben da die Tür zugemacht gegen Didi Silvia Akvonedu. Gibt den 7 Meter. Schönacker gegen Sando. In dem Duell steht es 1:0 für Schönacker. Und jetzt 2:0. Jürgensen. Das sieht unfassbar geschmeidig aus bei Stine Jürgensen. Gibt noch eine gelbe Karte, weil da offensichtlich zu provokativ gejubelt wurde, glaube ich. Das wollen die Schiedsrichter nicht haben. Schauen wir uns lieber nochmal das Tor an von Jürgensen. Alles aus einem Guss oft bei ihr. Von der Ballannahme über die 1-2 Schritte, die sie dann noch geht bis zum Abschluss. Auf jeden Fall eine große, große Verstärkung, die sich die SG da im Sommer eingekauft hat. So, alle haben sich wieder beruhigt. Die gelben Karten sind verteilt. Und die SG ist auch wieder vollzählig. Im Tor jetzt Marie Andresen bei den Gästen. Künast. Franz. Sando ist dran, hat Pech. Der Ball dreht sich doch noch ins Netz. Reimer. Kann's auch von der anderen Seite. Erst rechts, jetzt links. Zweites Tor von ihr. Und jetzt ist Emily Stank-Sando auch wieder mal dran. Mit einer starken Parade. Gegen Lisa Bormann.
auffällig heute, aus wie vielen verschiedenen Positionen die SG BBM Bietigheim ihre Tore macht. Da gibt es kein Schema F, sondern viele verschiedene Variationen, die alle erstaunlich gut klappen auch. Die Spielerinnen tauschen ihre Positionen, sind sehr variantenreich. Und die Pässe dazu kommen auch noch an, wie jetzt schon wieder, auf Luisa Schulze. Kaum zu fassen, dass diese Pässe da durch die komplette Abwehrreihe sich irgendwie durchwurschteln, aber es sieht trotzdem gewollt aus, was die SG hier spielt. Und auch bei Steffen Birkner der Ansatz von Ratlosigkeit im Gesicht zu erkennen. Künast, Franz wieder von rechts. Haben sie sich lange überlegt, die Schiedsrichter, dann gibt es doch noch die 2 Minuten Zeitstrafe. Da musste Carolina Kulacz-Gotsch mit allem, was sie hat, ran gegen Nele Franz. Die sehr schnell ist auf den Beinen. Sehr flink, schwierig zu verteidigen, die 21 bei der HSG Blomberg-Lippe. Künast hat jetzt mal die Lücke gesehen. Gut gemeint, dieser Pfiff von den Schiedsrichtern. Da war sie eigentlich gar nicht so sehr in Bedrängnis von Naizinavicius und Smits. Trotzdem gibt es diesen Strafwurf. Duell Nummer 3 zwischen Schönacker und Emily Stanksando. 3:0 für Schönacker. Luisa Schulze jetzt also am Kreis bei der SG. Lauenroth nach ihrer fulminanten Startphase kriegt sie jetzt eine Pause. Und jetzt bringt Markus Gaugisch ebenfalls die 6. Feldspielerin. Emily Stanksando draußen. Umso wichtiger, dass Kim Naizinavicius ansatzlos diesen Ball im rechten unteren Eck versenkt. Kaum zu erkennen, dass sie da auf Richtung Wurf war. Man dachte, ja, da kommt nochmal ein Querpass. Sah nicht nur für mich so aus, sondern offensichtlich auch für Mari Andresen im Tor bei der HSG. Aber auch die trifft jetzt mal wieder durch Lisa Bormann. Und jetzt denkt sich Markus Gaugisch, komm, 12 Sekunden sind noch zu spielen. Eine Timeout-Karte habe ich ja auch noch. Wir sind noch mal ganz kurz in der Pause. Also gab eigentlich gar keine Notwendigkeit für Markus Gaugisch in dieser Halbzeit eine Auszeit zu nehmen. Deswegen hat er es auch nicht gemacht bis jetzt. 12 Sekunden sind noch auf der Uhr. Da wird der letzte Spielzug jetzt besprochen. Aber ansonsten kann er wirklich hochzufrieden sein mit dem, was seine Mädels in Rot heute gezeigt haben. Nämlich bisher die erwartete Reaktion auf 2 eher unangenehme Spiele gegen den Thüringer HC und gegen Team Esbjerg in der Champions League. Was passiert jetzt hier beim letzten Spielzug? Reimer, Kulacz-Klotsch macht's alleine. Wird aber wegen Schritten hier zurückgepfiffen. Die Zeit ist abgelaufen. Und damit darf Kim Naizinavicius sich nochmal den letzten Freiwurf nehmen gegen die blaue Wand aus Blomberg. Bleibt im Block hängen. Und damit bleiben wir auch
beim Spielstand 19:12 nach den ersten 30 Minuten für die SG BBM Bietigheim. 7 Tore Vorsprung. Die Ansprüche der Verantwortlichen auf Seiten der SG dürften damit bisher jedenfalls erfüllt worden sein. Das sieht richtig gut aus. Schwer auszurechnen, was die SG spielt. Und die HSG hatte vor allem am Anfang Mühe, überhaupt mal das erste Tor zu machen. Trotzdem, abschreiben sollten wir das noch nicht. Freuen können wir uns auf jeden Fall auf die zweiten 30 Minuten. Hier gibt es jetzt erstmal die Highlights der ersten Hälfte und wir melden uns dann gleich zurück aus der MHP Arena in Ludwigsburg.
hier in der Ludwigsburger MAP Arena zum Auftakt des dritten Spieltags in der Handball-Bundesliga der Frauen. Ein Spiel mit einem sehr guten Start für die SG BBM. Die Gäste haben ein bisschen gebraucht, um hier anzukommen. Aber mittlerweile klappt es auch da mal mit dem ein oder anderen Tor. Eine ganz interessante Statistik übrigens noch. 17 Spiele gab es zwischen diesen beiden Mannschaften bisher. 9 Siege für die SG, ein Unentschieden und 7 Siege für die HSG Blomberg stehen da zu Buche. Also so weit weg von Pari sind die Gäste gar nicht. Na gut, man muss allerdings auch dazu sagen, die letzten 8 Spiele allesamt mit besserem Ende für die SG. Also der letzte HSG-Sieg, der liegt dann doch schon wieder fast auf den Tag genau 5 Jahre her. 2015 war das. In der letzten Saison, um das noch abzuschließen, gab es einen 30:38 Auswärtssieg für die SG BBM Bietigheim. Das Rückspiel konnte dann aus bekannten Gründen nicht mehr stattfinden. Beide Mannschaften sind zurück auf dem Feld, die Schiedsrichter auch. Damit kann es dann gleich weitergehen mit den verbleibenden 30 Minuten zwischen der SG BBM und der HSG Blomberg-Lippe. Wir sind zwischendrin auch noch mal ganz kurz in der Pause und freuen uns dann gleich auf dieses torreiche, spannende Spiel weiterhin. Steffen Birkner, der Trainer der Gäste, der war ja schon während der ersten Hälfte kurzzeitig röter im Gesicht, als die Trikots der Bietigheimerinnen es sind. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Kabine jetzt auch nicht unbedingt leiser zuging. Sind wir mal gespannt, wie lange seine Mannschaft jetzt braucht in den zweiten 30 Minuten zum ersten Tor. Der erste Angriff gehört ihnen jedenfalls, den Gästen in Blau. Und damit geht's weiter. Die zweite Halbzeit läuft. Franz darf auf dem Feld bleiben, hätte mich auch gewundert. Die hat das Spiel sehr belebt nach ihrer Hereinnahme in Hälfte 1. Michalczyk jetzt mit der 24 am Ball. Und aus der Drehung heraus, sehr schöner Treffer von Isabel Jongenelen, die auch auf die Bank musste nach einer blassen Anfangsphase in dieser Partie, aber den nimmt sie sich richtig schön gegen den Lauf von Emily Stang-Sando. Perfekt platziert. 19:13, diesmal hat es keine 40 Sekunden gedauert für Blomberg. Wie antwortet Bietigheim? Jürgensen. Ganz locker sieht das aus, wie sie da aus 10, 11 Meter sich diesen Wurf nimmt, aber Marie Andresen hat trotzdem keine Abwehrchance. Die perfekte Mischung aus Präzision und Härte in diesen Würfen von Stine Jürgensen. Dritter Treffer für sie heute Abend. Jürgensen putzt da noch mal ganz kurz. Legt selbst Fuß an, Michalczyk, Franz, das ist also jetzt der Rückraum bei der HSG. Franz, über den Kreis soll es gehen, aber durch den Kreis gelaufen von Laura Riffier. Bietigheim beginnt in dieser zweiten Hälfte wieder mit Lele Reimer auf rechts im Rückraum. Kim Neitzinavicius in der Mitte, Jürgensen auf links, Lauenroth am Kreis, Kim Braun auf links außen und Trine Östergaard auf rechts außen. Viel Rotation in der Aufstellung und den holt sie sich richtig gut, Trine Östergaard. Und auch hinten hat sie ihre Hand dran. Ganz starke Szenen von ihr jetzt hintereinander.
Reimer mit dem Stürmerfoul. Sehr gut provoziert von Jennifer Mura. Michalczyk, Franz. Da tauschen sie immer mal wieder durch in der Rückraummitte, wer den nächsten Spielzug ansagt. In dem Fall war es Franz. Michalczyk nimmt sich das Ding dann und macht das 21-14. Fehlpass auf Jürgensen. Und die SGB Bietigheim mit einer neuen Torhüterin, Valentina Salamaka, jetzt zwischen den Pfosten. Besser kann man das nicht verteidigen. Jürgensen ganz nah an ihrer Gegenspielerin. Arm ist oben jetzt, Zeitspiel angezeigt. Michalczyk. Franz, wo geht's lang? Unfassbar, dass sie sich da durchwühlen kann, dass sie sich das traut und dann auch noch erfolgreich abschließen kann. Auch schon wieder ihr vierter Treffer, Nele Franz. Jürgensen, unnachahmlich. Kurz Maß genommen, anvisiert und den Ball dann genau dahin gesetzt, wo er sein sollte. Und Salamaka kriegt auf der Gegenseite den Ball ins Gesicht. Erste Parade von ihr. Die Haltungsnoten lassen wir dabei einfach mal außen vor und hoffen, sie kann gleich weitermachen. Sieht gut aus. Aber da hat die HSG Blomberg-Lippe offensichtlich wirklich einen Rohdiamanten gefunden in der eigenen Jugend mit Nele Franz, die ein sehr auffälliges Spiel macht. Und es wäre auch nicht das erste Mal. Auch Xenia Smits, heute ein Weltstar des Handballs in den Reihen der SGB Bietigheim, hat in der Jugend bei der HSG gespielt und dazu braucht man einfach gar nichts mehr sagen. Stine Jürgensen klebt das nächste Ding unter die Latte und freut sich dementsprechend auch, weil das wieder der nächste Beweis ihrer Klasse war. Die auch Xenia Smits hat noch kurz zurück, die hat auch bei der HSG Blomberg-Lippe ihre ersten Gehversuche im Profi-Handball gemacht. Über Umwege, über das Ausland, über Metz mittlerweile angekommen bei der SGB Bietigheim. Da darf mal gespannt sein, ob Nele Franz ein ähnlicher Weg bevorsteht. Erstmal geht es zurück in die eigene Deckung nach dem 23-16 Treffer für die ASG Blomberg. Reimer auf Braun. Jürgensen, Herzinovicius, schön abgeräumt bis auf Trine Östergaard und die hat dann richtig viel Platz für den nächsten Treffer. Acht Tore vor, nach 7 Minuten in der zweiten Halbzeit. Läuft weiter nach Plan für die SG. Sehr schön. Durchgesetzt von Lisa Bormann.
kurz angewackelt, den Weg nach innen vorgetäuscht und dann doch wieder selbst zum Wurf. Tolle Einzelaktion zum 17. Treffer für die Gäste. Navizius, klasse Anspiel an den Kreis. Dieser Tippball auf Launroth. Ganz schwer zu verteidigen, beziehungsweise in dem Fall offensichtlich gar nicht. Und Jongenillen verwirft Kim Braun mit dem Catch. Fängt diesen langen Ball von Valentina Salamaka. Geht jetzt mal schnell hin und her. 26-17, 9 Tore Führung. Kim Braun mit dem nächsten Treffer. Marlina Michalczyk kriegt das Foul gegen sich. Franz. Michalczyk. Franz. Salamaka. Versucht wieder mit einem langen Ball auf Kim Braun. Und die beiden regeln das gerade im Duett. Nächster Assist für Salamaka. Nächstes Tor für Kim Braun. Und die nächste Auszeit genommen von der HSG Blomberg-Lippe. 9 Minuten und 13 Sekunden gespielt in Hälfte 2 und die SG BWM Bietigheim führt mit 27-17. Einmal kurz durchschnaufen bitte. Hat gut gehalten seit ihrer Hereinnahme Valentina Salamaka, schon mit 3-4 Paraden. Und Steffen Birkner auf der Gegenseite, der wird nicht unbedingt besser gelaunt jetzt im Laufe des Abends. War gerade schon wieder sehr dynamisch in seiner Ansprache. Möchte sich hier auf keinen Fall vorführen lassen oder eine Klatsche kassieren, aber 27 Tore zu diesem Zeitpunkt sind natürlich schon ein Pfund. Seit 2018 im Amt Steffen Birkner bei der HSG. Das sind die Dinge, die er sehen will. Streckt die Hände nach oben und sagt, warum nicht immer so? Michalczyk mit dem 27-18. Klares Trikot ziehen, nicht geahndet von den Schiedsrichtern, lassen da einfach mal laufen. Sagen auch, ihr könnt doch weiterspielen. Jetzt muss doch gewischt werden. Sagen die Spielerinnen jedenfalls. In der Vorsaison, in der abgebrochenen, die HSG Blomberg-Lippe am Ende auf Platz 4. Durchaus ein achtbares Ergebnis. Und auch jetzt ja aktuell in den oberen Regionen der Tabelle unterwegs. Als Saisonziel ist so die Gegend zwischen Platz 6 und 8 angestrebt. Kann man diesem Team auf jeden Fall zutrauen. Auch wenn heute ein bisschen was fehlt zur SG BWM Bietigheim. Nicht zuletzt dank ihr, Stine Jörgensen. Jetzt mal nicht mit viel Gewalt aus dem Rückraum, sondern ganz elegant vom Kreis. 28-18. Der nächste Angriff dann. Schon wieder abgefangen durch die SG. Die nach wie vor ihre Position unerlässlich verändern. Nele Reimer mittlerweile auf links außen angekommen.
Dafür Julia Meintorf jetzt mal im rechten Rückraum. Kim Neitzinavicius. Wenn das so weitergeht, dann hat Reimer heute am Ende des Abends jede Position mal gespielt. Und macht sogar vielleicht noch den Wischer. So vielseitig ist sie heute hier unterwegs. Aber das Konzept von Markus Gaugisch geht auf. Kaum auszurechnen, wer als nächstes Richtung Tor geht. Diesmal ist es Kim Neitzinavicius, die einen sehr guten Tag auch heute erwischt hat. Bisher ohne Fehlversuch. Da kriegt sie den Ball quasi fast wie im Staffellauf übergeben von Julia Meithoff und macht das 29:18. Michalczyk, Jonginellen, Franz. 2 Minuten. Gegen Amelie Berger. Gerade erst ins Spiel gekommen, darf sie sich schon wieder hinsetzen. Also im Rückraum sind die Gäste gar nicht so schlecht aufgestellt mit Franz Michalczyk und Jonginellen, aber dann geht einfach nicht mehr viel nach vorne. Die Außen hängen in der Luft. Am Kreis steht die rote Bietigheimer Wand. Ganz schwer da eine Anspielstation zu finden. Und wach sind sie auch noch, die Abwehrspielerin der Bietigheimer. Und sie haben natürlich das Publikum hinter sich, das nach diesem Pfiff der Schiedsrichter ein bisschen Unmut äußert. Der Treffer wird jetzt gegeben. Kann man machen, obwohl Ann Künast da schon sehr weit im Kreis lag. Egal, 29:19, Bietigheim mit leerem Tor in dieser Unterzahlphase. Meito, Jürgensen. Reimer kann den Ball nicht greifen. Tor ist leer. Das hat Marie Andresen erkannt. Aber da fehlen dann 20, 30 Zentimeter bei diesem Versuch. Wieder so ein gutes Anspiel von Neitzinavicius auf Launroth. Diesmal war aber auch Malina Michalczyk dran an Launroth. Meithof. Jürgensen. Die ist einfach nicht zu stoppen. Unnachahmlich der nächste Treffer von Stine Jürgensen. Sie hat die Größe, sie hat die Übersicht. Und sie hat die Wurftechnik. Wie soll man da als Blombergerin irgendwas machen gegen Stine Jürgensen? Nächstes Foul an Kim Neitzinavicius. Jetzt darf Julia Meithoff mal ran. Gegen Marie Andresen. Macht sie gut. Oben rechts ins Eck. 31:19. 12 Tore vor.
Viertelstunde noch zu spielen. Und Blomberg sucht nach der Lösung momentan. Arm ist oben. Und dann hilft ausnahmsweise mal die Latte mit. Jennifer Mura nutzt den Abpraller zum 20. Treffer für die Gäste. Smits mit dem Fehlpass auf Maithof. Soll schnell gehen über Mura. Maithof ist dran. Wird abgepfiffen, da wäre der Schrittfehler gewesen. Gut unterbunden von Julia Maithof, dieser Tempo-Gegenstoß. Michalczyk. Diesmal ist der Pfosten nicht ihr bester Freund. Karolina Kudlacz-Lodz. Smits. Xenia Smits heute mit deutlich weniger Einsatzzeit als in den Spielen bisher. Sehr viele Hoffnungen ruhen auf ihr in dieser Saison. Vor allem auch international soll es mit ihr weitergehen als in den letzten Jahren. Und da ist sie mal frei durch. Wird ihr gut tun, dieser Treffer. Nachdem auch sie in den letzten Spielen ein paar Aktionen hatte, wo man gemerkt hat, dass dieser Druck vielleicht aktuell noch ein bisschen zu groß ist für sie. Obwohl sie das aus dem Metz auch gewohnt ist. Aber das kann heute Abend für alle Spielerinnen in Rot so eine kleine Befreiung sein. Weil sie merken, wir können richtig gut Handball spielen. Und es ist eigentlich auch egal, wer von uns den Ball kriegt. Julia Maithof holt in diesem Fall dann halt einfach mal den 7 Meter raus. Und nimmt sich der Sache auch selber an. Diesmal links unten irgendwo zwischen Arm und Schienbein durchgejubelt. 33-21. Es gibt eine Chance, das war ja so der letzte Strohhalm, an den sich Steffen Birkner und die HSG Blomberg-Lippe vor diesem Spiel geklammert haben. Es gibt eine Chance, weil sie gesehen haben, dass gegen den Thüringer HC nicht alles geklappt hat bei der SG. Das war heute deutlich anders. Es klappt fast alles. Und die Chance, die war schon relativ früh in diesem Spiel gar nicht mehr zu erkennen. Arm ist wieder oben bei den Schiedsrichtern. Abgepfiffen, der Angriff. Und weiter geht's. Für Xenia Smits, Karolina Kudlacz-Lodz und Julia Maithof. Nimmt Berger mit ins Spiel. Und die macht ihr erstes Tor heute Abend. Amelie Berger, die Nationalspielerin. Jetzt kommt schon hier der Einsprecher durcheinander mit den Namen der Spielerinnen. Amelie Berger mit Nele Reimer verwechselt. Aber muss man ihm nachsehen. Ne? Heute Abend sind die ja alle irgendwo unterwegs. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Amelie Berger darf es nochmal. Starke Parade von Marie Andresen. Da zuckt das linke Bein raus.
Michalczyk. Kühners, dann laufen sie aufeinander drauf. Decken sich jetzt auch noch gegenseitig. Wenn es geht, dann nur so. Künast legt diesen Ball mal ganz elegant unter die Querlatte. 34-23. Und noch 10 Minuten auf der Uhr jetzt. Lodge versucht es da alleine, kriegt aber noch einen Arm gegen sich. Deswegen neuer Spielaufbau für die SG. Meithof wird wieder gefoult. Klasse Kombination. Ausgehend von Kulatschlott über Smits bis auf Luisa Schulze. Und bei der wissen wir, wenn die nicht trifft, dann war es entweder Foul oder Manuel Neuer. Die trifft eigentlich immer. Deswegen jetzt Julia Meithof mit den nächsten 7 Meter. Macht's wieder wie bei Versuch Nummer 1. Oben rechts mit richtig Wumms ins Netz. Salamaka ist dran, kriegt aber den zweiten dann doch rein von Jennifer Mura. Die sich alles holt, was da irgendwie abzugrasen ist vorne. Kriegt kaum mal einen Ball von ihren Mitspielerinnen, aber 2-3 Abpraller hat sie sich schon geholt. Auf der Suche nach der letzten Nuss, so wie die Eichhörnchen im Winter. So müssen sich die Außen heute bei der HSG Blomberg-Lippe teilweise vorkommen. Amelie Berger trifft jetzt auch mal nur die Latte. Myra, Franz, Schönacker. Sehr gute Aktion von Myra. Holt auch noch eine 2 Minuten Zeitstrafe raus gegen Xenia Smits. Aber da haben wir auch mal wieder die Qualität gesehen, die die HSG Blomberg-Lippe ja durchaus im Kader hat. Die individuelle Klasse. Einer an Künast, einer Nele Franz. Einer Mirte Schönacker. Also das ist auch kein Kanonenfutter im eigentlichen Sinne in der Handball-Bundesliga der Frauen. Da muss man einfach sagen, dass die SG BBM Bietigheim diese Klasse im Kollektiv sehr gut unterbunden hat. In der Deckung ganz wenig zulässt. Und heute insgesamt einfach eine Nummer zu stark war für die HSG Blomberg-Lippe. Schönacker. Zum ersten Mal in diesem Spiel hatte man in dieser Situation das Gefühl, dass da nicht hundertprozentig verteidigt wurde. Es läuft die 54. Spielminute. Das darf man durchaus als Kompliment sehen für die Abwehrreihe der SG BBM. ...35-26, 6 Minuten noch. Luisa Schulze nimmt sich da mal kurz komplett raus aus dem Spiel, macht einfach den Flamingo, einen Ball in die Luft, bewegt sich gar nicht. Interessant auch diese Situation. Meithof
Arm ist oben. Maithoff kriegt den nochmal abgelegt von Kim Naitzinavicius hinterm Rücken. Und das hatte wahrscheinlich Marie Andresen auch nicht so wirklich mitbekommen, wo der Ball jetzt letztendlich ist. Fakt ist, Julia Maithoff macht das 36-26. Technischer Fehler. Kann schnell gehen. Der Ball kommt an bei Maithoff. Und da ist Marie Andresen wieder dran. Auf der Gegenseite gibt es den 7 Meter. Rausgeholt von Kara Hartstock. So, jetzt darf auch Valentina Salamaka mal den 7 Meter Killer proben. Gegen Mitte Schönacker. Nein. Die bleibt heute ganz cool. Vor der Halle sommerliche Temperaturen hier drin. Eiskalt, was die Qualitäten von Mirta Schönacker beim 7 Meter angeht. Gut, Latsch, Klotsch. Einmal pro Spiel müssen wir sowas von ihr sehen. Wie von einem anderen Stern, diese Wege teilweise bei ihr. Alle warten auf ein Abspiel, warten darauf, dass sie den Angriff abbricht. Und Xenia Smits bekommt hier schon wieder 2 Minuten. War gerade erst von der Zeitstrafe zurückgekommen von der Bank und muss jetzt wieder raus. Torhüterin bei Bietigheim draußen, leeres Tor. Einen einfachen Ballverlust sollten sie sich jetzt sparen. Gulacz mit einem Schrittfehler. Salamaka ist schon wieder im Tor zurück. Trotzdem geht es schnell über Schönacker. Da war mal der Platz da und die Möglichkeit, Tempo zu gehen für die HSG. Jetzt nimmt Markus Gaugisch seine Auszeit, die erste in Hälfte 2. Knapp 3 Minuten noch. Die SG Bebel in Bietigheim führt mit 8 Toren und wir sind gleich wieder zurück. Sowas in die Richtung wie kommen. Das war ein richtig schöner Abend für uns. Lasst uns den anständig zu Ende bringen, wird Markus Gaugisch seinen Mädels jetzt gerade gesagt haben. Was anderes kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nach den letzten beiden Partien hat er mit einem unwohlen Gefühl die Halle hier verlassen. Bisher gab es ja nur Heimspiele für die SG Bebel in Bietigheim in dieser Saison. 2 in der Liga, 1 in der Champions League. Heute das nächste Ligaspiel. Wir wollen ja nicht, dass er dieses Wohnzimmer, wie er es gerne haben würde, irgendwann nicht mehr mag. Deswegen für Markus Gaugisch heute Abend sicherlich ein besseres Gefühl, wenn er die Hallentür später hinter sich zusperrt. Maithoff. Kulacz-Lotz. Naitzinavicius über den Kreis auf Schulze. Völlig blind dieses Anspiel. Da hat sie gar nicht hingeschaut. Wusste trotzdem, Luisa Schulze steht da parat. Amelie Berger holt sich den Ball nochmal.
und den 7 Meter. Julia Meithoff. Einmal oben, einmal unten, einmal oben und wieder unten. Man könnte da ein gewisses Muster erkennen in ihren Wurfabfolgen. Treffer war es auf jeden Fall, 38-29. Eine deutliche Sache und letztendlich dann doch. Die Tabellenplatzierung vor diesem Spiel, also werden sie auf jeden Fall tauschen. Den zweiten Platz wird die HSG Blomberg-Lippe hergeben. Bietigheim wird sicher vom vierten ein bisschen nach oben klettern. Aber es wartet ja auch schon der nächste Brocken auf die SG. Am Sonntag gibt es direkt das nächste Champions League Auswärtsspiel in Metz. Da gab es bereits ein Vorbereitungsspiel im August, haben sie nur knapp verloren. Und natürlich auch soll es auf europäischer Bühne dann wieder ein bisschen runder, ein bisschen erfolgreicher laufen als letzten Sonntag gegen Team Esbjerg. So, für die letzten 11 Sekunden soll dann der Ball nochmal ein bisschen entharzt werden. Kann weitergehen. Letzter Angriff dieser Partie höchstwahrscheinlich. Über Schönacker. Michalczyk. Schönacker muss abschließen. Tut's auch. Und trifft nicht das Tor. 38-30. Der Endstand zwischen der SG BBM Bietigheim und der HSG Blomberg-Lippe. Am Ende hochverdient dieses Ergebnis. Die SG in allen Belangen einfach einen kleinen Schritt besser. Wir lassen sie jetzt hier kurz alleine mit den Highlights dieser Partie. Können sie sich nochmal anschauen, was alles passiert ist. Und dann versuchen wir für sie daheim vom Spielfeldrand noch ein paar Stimmen einzufangen. Wir wollen natürlich hören, was die Beteiligten zu diesem Spiel heute Abend zu sagen haben. Also, bis gleich. Groß wie Amilat, schwarz. Sind gleich soweit.
Steffen Birkner ist bei uns, der Trainer der HSG Blomberg-Lippe. 38:30 der Endstand. Zwischendrin, wenn man euch gesehen hat in den Auszeiten, da war schon richtig Dampf drin. Wie ist jetzt das Gefühl nach Spielende? Verdient das Ergebnis für die SG? Ja, es war ja von vornherein klar, dass das nicht schwer wird, dass die zwei Welten aufeinandertreffen. Ich habe Junioren-Nationalspielerin bei mir im Kader. Auf der anderen Seite sind Nationalspielerin der A-Nationalmannschaft. Und dass das für uns schwer wird, war klar. Ich habe auch von vornherein gesagt, dass es für mich kein Spitzenspiel ist. Weil nach zwei Spieltagen kann man das halt am Ende des Tages nicht sagen, wer wo steht. Und ich bin mit dem Ergebnis unter 10 Toren zufrieden. Ja, es war Dampf in den Auszeiten, weil mich aber geärgert hat, dass meine Mannschaft mutlos gespielt hat, immer einen Schritt zu spät war. Und dass wir es besser können, haben wir zeitweise gezeigt. Und deswegen musste ich sie das eine oder andere Mal wachrütteln. Und klar, es ist schwierig, wenn man zweimal gewinnt und dann gegen so eine Übermacht spielt. Dann geht der Mut weg, aber was wir nicht verlieren dürfen, ist Mut und Zuvertrauen. Und da musste ich das eine oder andere Mal wachrütteln. Deswegen war es ein bisschen emotional. 9 Minuten hat es, glaube ich, gedauert bis zum ersten Tor für deine Mannschaft heute Abend. Kriegt man sowas direkt wieder aus dem Kopf nach dem Spiel oder ist es fürs nächste Spiel dann wieder so, dass man sagt, oh, heute müssen wir aber schneller dieses erste Tor machen? Na, es geht nicht um die Schnelle des Tors, sondern wie wir angreifen wollen. Das können wir deutlich besser und wir hatten ja auch ein, zwei Chancen und sind da nicht gut in der Angriffsgrundbewegung. Wir wollten viel über Schlagwurf kommen, dass wir sofort torgefährlich sind. Das haben wir zu selten geschafft. Und ja, wir werden das Spiel analysieren, aber in aller Ruhe und auch den Leistungsklassenunterschied auch ein bisschen wegbrechen. Aber trotzdem werden wir uns mit der Leistung und wie wir was gemacht haben, auseinandersetzen. Am Ende des Tages sind es aber trotzdem 30 Tore, die wir geworfen haben und 38, die wir bekommen. Auch darüber gilt es sich zu unterhalten, dass wir Zielspiele auch verteidigen wollten. Das schaffen wir halt nicht über ganze 60 Minuten. Dann wird es beim nächsten Spieltag sicher besser laufen, sind wir uns sicher. Steffen Birkner, vielen Dank, gute Heimfahrt. Gerne, danke.
Markus Gaugisch, Trainer der SGB Bem Bietigheim, ist bei uns. 38-30 Sieg. Vor dem Spiel hat man gelesen, die Deckung soll heute besser funktionieren. Erstmal die Frage, hat das denn geklappt? Ja, ich denke zu Beginn ja. Also waren wir besser im Kontakt, waren beweglicher und trotzdem haben wir das leider nicht ganz durchgehalten. Ich denke, die 38 sind gut. Ja, war auch saumäßig viel Tempo von beiden Seiten im Spiel und deshalb muss man diese 30 vielleicht auch ein bisschen relativieren noch, aber ich sehe einfach noch viel, viel Potenzial im Verteidigungsbereich. Da geht es gar nicht um Taktik oder um System, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir mutiger in diese Zweikämpfe gehen, dass wir die Gegner weghalten vom Tor, dass wir mit den Armen arbeiten, also so einfach ganz normale Basics für die Verteidigung und da haben wir glaube ich noch ein Stück vor uns, aber das, wir sind neu zusammen gemischt, sind jetzt erst seit Anfang Juli zusammen, haben jetzt unser drittes Bundesligaspiel gemacht, also ich denke, der Weg ist vorgezeichnet, wir können uns entwickeln und es ist ja gut, wenn wir da auch noch ein bisschen Arbeit haben. Stichwort Taktik und System, man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Spielerinnen sind an ganz unterschiedlichen Stellen aufgetaucht, Nele Reimer mal Rückraum rechts, dann wieder links außen, auch andere, war das was für heute Abend so ein bisschen auch die Marschrichtung war, nicht ausrechenbar zu sein? Ja, wir haben im Rückraum ja eine große Vielfalt. Nele hat jetzt in den letzten Wochen nicht so viele Anteile gehabt und das wollte ich heute auf jeden Fall machen. Sie hat gut trainiert, immer. Sie hat auch immer weiter trainiert, auch wenn sie wenig gespielt hat. Und ich bin sehr zufrieden, wie sie das im Rückraum gemacht hat, auf der rückraumrechten Position. Sie war gefährlich, hat ihre Würfe reingehauen. War dynamisch und das zeigt einfach, dass wir da einfach noch eine Waffe mehr haben. Und wir haben einfach viele Möglichkeiten und natürlich müssen wir Belastung verteilen. Also ich denke, heute war es ja auch so, dass fast alle so die ähnliche Anteile hatten, weil am Sonntag ist schon wieder Metz mit Champions League und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns jetzt hier nicht kaputt machen und vor allem, dass wir auch eben alle in dieses Spiel reinkriegen, dass alle Sicherheit kriegen und nicht nur 5 oder 6. Kim Braun war lange verletzt, hat jetzt hier die ersten 40 Minuten wieder gespielt. Das war, glaube ich, wichtig, auch für sie, dass sie jetzt nach dieser Phase wieder Spielpraxis sammeln kann. Und so müssen wir es weitermachen. Wir können nur bestehen, wenn wir alle auf Top-Level kriegen. Und das ist die Aufgabe. Letzte Frage. Jetzt geht es nach 4 Heimspielen. Am Sonntag zum ersten Mal in eine fremde Halle nach Metz. Champions League, zweites Spieltag. Mit welchem Gefühl? Mit Freude. Champions League ist so eine Art Weihnachten. Ja. Also da, wir messen uns mit den Besten Europas. Ich bin super begeistert, was für ein Niveau auch gespielt wird. Also ich denke, Esbjerg am vergangenen Wochenende, das ist Wahnsinn, wie breit die aufgestellt sind, wie flexibel die torgefährlich sind und in allen Bereichen immer wieder neue Aufgaben stellen und das ist europäisches Topniveau und Metz steht da natürlich in nichts nach. Wir haben in der Vorbereitung schon mal dort gespielt, von dem her ist es jetzt für uns keine Reise ins Ungewisse, was ich hoffe, was uns ein bisschen hilft, ja, gegen diese Top-Mannschaft, die seit Jahren auf dem Niveau spielt und auch gut eingespielt ist, einfach ein gutes Spiel zu machen. Und das ist das allererste Mal, dass wir unser Spiel entwickeln, so wie ich das jetzt schon am Samstag gesagt habe. Das ist das, was unterm Strich einfach für uns erstmal zählt, ja, dass wir Champions League Stimmung bekommen, dass wir Champions League Härte bekommen und dass wir da eben ein gutes Spiel abliefern. Und dann wird man sehen, wie stabil Metz eben ist an dem Tag. Dann gucken wir weiter. Hoffen wir mal, dass dann der Santa Claus kommt und nicht Knecht Ruprecht. Vielen Dank, Markus Gaugisch. Ich habe den Teller leer gegessen. Ich hoffe, das funktioniert. Sehr gut. Dankeschön. Und damit war es das auch von uns heute Abend hier aus der MAP Arena in Ludwigsburg. Ein schöner Handballabend mit vielen Toren. Ich hoffe, auch Sie daheim wurden gut unterhalten. Und damit tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei sportdeutschland.tv. Mit den Szenen des Spiels heute lassen wir Sie jetzt noch in den Mittwochabend. Ciao.